1997 feierte die US-amerikanische Popgruppe Hanson mit ihrem Hit "I'm Bob" weltweite Erfolge. Die Brüder Isaac, 41, Taylor, 39, und Zach Hanson, 36, stürmten mit ihrem Song an die Spitze der Charts. Ein One-Hit-Wonder, ließe sich vermuten, doch die drei sind tatsächlich bis heute mit ihrer Musik erfolgreich und arbeiten derzeit an neuen Songs. Dank TikTok wird "I'm Bob" zu neuem Leben erweckt, denn die meisten Fans waren damals noch Kinder und merken erst heute, wie tiefgründig der Gute-Laune-Hit eigentlich ist. "I'm Bob" 25 Jahre später, Hanson klingen heute anders. Der Trend, bei Lieblingssongs aus der eigenen Kindheit noch einmal genauer hinzuhören, ist auf TikTok weit verbreitet. Viele Nutzer sind überrascht, worum es in "I'm Bob" eigentlich geht: Vergänglichkeit, Freundschaft, Erwachsenwerden. So wird der vermeintliche Sommerhit zu einem Lied, das zum Nachdenken anregt, und daraus entstehen wiederum unterhaltsame Videos. Bis heute werden Hanson nicht müde, ihren größten Hit für ihre Fans zu singen. Ob auf der Bühne oder in TV-Shows, wie unten zu sehen ist. Aus den niedlichen Kids sind gestandene Männer geworden, und so klingen die Brüder selbstverständlich auch. Isaac, Zach und Taylor Hanson sind Familienväter. Streitereien oder gar Trennungen gab es bei Hanson nie, die Band hält fest zusammen. Die Familie steht für Isaac, Zach und Taylor Hanson an oberster Stelle, und das ist nicht nur so dahingesagt. Die Brüder verbringen ihr Leben zusammen, ihre Kinder wachsen gemeinsam auf. Isaac ist seit 2006 mit seiner Nicole verheiratet, das Paar hat drei Kinder: Clark, 15, James, 13, und Nina, 8. Taylor heiratete 2002 seine große Liebe Natalie und die beiden bekamen 7 Kinder: Jordan, 18, Penelope, 17, River, 15, Viggo, 13, Wilhelmina, 9, Claude, 3, und Maybelline, erster der jüngste der Gruppe. Zach Hanson ist ebenfalls verheiratet und bereits fünffacher Vater. Er und Ehefrau Catherine bekamen nach ihrer Hochzeit John, 13, Junior, 11, George, 8, Mary, 5, und Quincy, erster. Hin und wieder teilen die Paare auf ihren Instagram-Profilen Fotos ihrer Kinder, wie ihr unten seht. Alle Hansons auf ein Foto zu bekommen, scheint jedoch unmöglich zu sein. Ob sich die Familie wohl noch vergrößern wird? 2021 waren sich die Brüder in einem Interview mit US Weekly einig, sie sind komplett. Nachwuchs wollten die 15-fachen Väter dennoch nicht vollkommen ausschließen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Bildergalerie.